Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Bubblegum Simulator. Lange ist es her, dass ich Bubblegum Simulator gespielt habe. Viele von euch haben mir kommentiert, ich soll's mal wieder spielen, jetzt spiele ich's. Und wir haben zwar eigentlich schon fast Weihnachten, aber trotzdem ist hier, während ich das aufnehme, immer noch das Halloween-Event am Laufen. Ihr seht die Pets, die ich habe. Ich kann mich kaum noch erinnern, wie der Progress war. Ich weiß nur eins, und zwar, das ist ein Klicker-Simulator. Also klicke ich jetzt einfach mal die ganze Zeit, um Blasen zu blasen. Aber ich werde mich nicht selbst nach oben begeben. Ich nehme die Portale. Weil wir müssen in dem Spiel endlich mal wieder ein bisschen weiter vorankommen. Und dafür gehe ich einfach mal durch das Portal. Boah, ich bin jetzt schon wieder komplett raus. Wie schnell kann man eigentlich vergessen, dass es Bubblegum Simulator überhaupt gibt? Ach ja, stimmt, die ganzen Kisten muss ich einsammeln. Ja, dann muss ich nochmal runter. Dann muss ich nochmal runter. Wo gab es überall Kisten? Also bei der ersten Insel gab es auf jeden Fall eine Kiste. Genau. Oh, oh, ah, ah, ich wollte nicht springen. Es tut mir leid, aber man ist so langsam. Also ich bin es gewohnt, schneller zu gehen, weil ich eben noch mein Tutorial-Spiel gespielt habe. Und da haben wir ja richtig viel Laufgeschwindigkeit. Beim Mond gab es keine Kiste. Wenn es überhaupt noch eine Kiste gab, dann entweder hier oder hier. Ich gucke einfach mal hier rein. Please, Kiste, please. Ja, Mann. Perfekt. Jetzt haben wir wieder ein paar Sachen. Ein paar Leute von euch haben mir auch geschrieben, yo, möchtest du Pets von mir? Ich kann dir gut Pets liefern und so weiter. Das ist zwar alles ganz nett und so, aber ich kann nicht einfach, wenn ihr mir einen Kommentar auf YouTube oder TikTok schreibt, sagen, ja, jetzt gehe ich in das Spiel rein, jetzt können wir miteinander spielen und ihr könnt mir Pets geben. Ich habe dazu meistens gar nicht die Zeit. Ich habe grundsätzlich immer sehr wenig Zeit, Roblox zu spielen. Wenn ihr mir mal in-game begegnet und ich gerade Zeit habe, dann können wir über solche Sachen reden. Aber sonst nehme ich eigentlich auch gar keine Geschenke an. Wo war jetzt eigentlich nochmal das Ding, wo ich verkaufen konnte? War das hier auf der Insel? Ne, hier gab es Eggs. Auf welcher Insel konnte ich nochmal verkaufen? Es gab irgendeine Insel, wo ich für teurer verkaufen kann. Das muss dann die hier gewesen sein, richtig? Please? Ja, Mann. Hier erstmal die Sachen hier einsammeln. Sehr gut. Und pop. Und weiter wird dann gefarmt. Und wir gucken auch mal, wie hoch ich eigentlich komme. Ich habe jetzt auch gar kein Gefühl dafür. Habe ich gerade viel Geld? Habe ich wenig? Ich weiß es gar nicht. Ich werde jetzt einfach mal blasen und versuchen, nach oben zu springen. Wobei dieses Portal... Ich weiß nicht, wie... Doch, ich muss hier höher. Ganz sicher muss ich hier höher, oder? Oh Gott, ich habe mich schon verlaufen. Stellt euch mal vor, ich springe jetzt höher und komme dann auf irgendeiner Insel an, auf der ich schon war. Aua, 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 aua. Wahrscheinlich schon, oder? Wahrscheinlich ist dieses eine... Digga, ich stoße beständig den Kopf. Was ist los? Warum kann man nicht von unten durch die Wolken durch? Ah, gut, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Volle Konzentration und weiter geht's hoch. Yeah. Na, die Insel, die Wolke, da kriege ich nicht mehr. Machen wir einfach hier weiter. Und, ah, die rote kriege ich auch nicht. Ich habe gar nicht so viel Jump Power, wie ich gerne hätte. Oh, schaffe ich das, schaffe ich das? Nein, ich schaff's nicht. Nein, bitte nicht. Ich gehe auf Verkaufen. Oh, wenn ich auf Verkaufen drücke, lande ich direkt hier. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn ich jetzt hier reingehe. Ach ja, dann bin ich hier. Aber wenn ich hier reingehe und dann durch dieses Portal durchgehe, dann bin ich, glaube ich, so hoch, wie ich bisher insgesamt war. Weil da unten sind, ja genau, da unten sind die leuchtenden Wolken. Also war es komplett sinnlos, da anzufangen. Ich muss hier weitermachen. Und mit dem Typen mache ich keine Deals. Ich traue dem nicht. Ich versuche jetzt einfach höher zu kommen. Aber, oh, ich sehe gerade, meine Jump-Power reicht nicht wirklich aus. Ich versuche es aber, ich versuche es. Ich habe gerade mal genug Jump-Power, um so von einer Wolke zur nächsten zu kommen. Und dann stoße ich mir den Kopf. Okay, ich springe hier hoch und dann hier vorbei und dann hier ran. Oh mein Gott, und das sind Gems. Ich hätte gern diese Gems. Oh, schaffe ich das? Ja, ich schaffe es auf diese Wolke. Perfekt. So, jetzt ist voll, aber ich werde jetzt einfach erstmal weiterspringen. Wenn ich nicht weiterspringe... Hoch. Ja, please, 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 please. Ja, gut. Wenn ich nicht weiterspringe, komme ich nie bei der nächsten Insel an. Und ich glaube, ich kann es zur nächsten Insel schaffen. Wenn ich mich jetzt konzentriere, was ist denn da Oranges? Erfahrungspunkte waren das? Oder was war das? Irgendein Stern, glaube ich. Ich weiß einfach gar nicht, was es hier für Währungen gibt. Aber die Candies da unten, die sind auch Eventwährung, glaube ich. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch Eventpads. Ach Mensch, ich habe das ganze Halloween-Event verpasst. Aber so ist das nun mal. Das Halloween-Event gucken wir uns jetzt nicht an. Ich versuche jetzt erstmal weiterzukommen hier im Grind. Ich versuche. Und vielleicht gibt es da oben neue Pads oder einen neuen Shop. Das wäre doch mal was. Und dann kann ich mir in dem Shop gar nichts leisten, weil ich einfach schon zu weit gesprungen bin. Kann, glaube ich, gar nicht sein, dass ich zu weit springe. Ich glaube, ich kann gar nicht so weit springen. Was auch immer da oben ist, das ist gut. Wobei, es gibt eigentlich gar keine Portale mehr, oder? Das heißt, wenn ich irgendwo da oben ankomme, wie komme ich denn dann wieder dahin? Es gab ja keine freien Portale mehr. Und unten gab es, glaube ich, auch keine gesperrten Portale mehr. Ja, wir finden schon heraus. Wir finden schon heraus. Die meisten von euch wissen es wahrscheinlich. Weil ich habe das Gefühl, die meisten, die meine Bubblegum Simulator Videos schauen, die sind selbst die absoluten Profis in Bubblegum Simulator und wissen schon alles. Während ich hier der absolute Noob bin, der sich gerade wieder in die ersten Stages hochwagt. Aber irgendwann muss ich es ja machen. Nein, please, please, nein, nein, nein. Bitte, 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 bitte. Ah, ja. Oh Gott, ich war so weit oben. Okay, nochmal weiter. Nochmal von vorne. Ich darf einfach nicht mehr zu hohe Risiken eingehen. Ja, den Sprung schaffe ich nicht. Ich muss auf diese Wolke landen. Und dann muss ich auf die Wolke rüber. Und dann muss ich auf diese Wolke da hoch. Hopp, warten, warten, warten. Und Sprung. So, die Wolke, da schaffe ich nicht. Aber gibt es vielleicht eine, die... Die hier, die hier.
gekriegt. Easy. So. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal nur auf die Wolke da. Weil die anderen Wolken sind zu hoch. Die ist meine einzige Wolke, die ich erreichen konnte. Okay. Die Wolke ist zu weit weg. Die Wolke ist vielleicht zu hoch. Ich mache erstmal einen Sprung, ohne mich zu bewegen, um zu gucken, ob ich die Höhe überhaupt packe. Die Höhe packe ich. Packe ich die Distanz? Hoffen wir. Oh Gott, ich habe es geschafft. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sollte einfach sein. Das kriege ich hin. Ich bin einfach absolut konzentriert in einem Roblox-Spiel. In Bubblegum-Simulator. Einfach nur, weil ich zu blöd bin, von einer Wolke zur nächsten zu hüpfen. Habt ihr eigentlich auch solche Probleme damit gehabt am Anfang? Also als ihr noch nicht so viel Jump-Power hattet? Oder bin ich der Einzige, der immer zu blöd ist, einzuschätzen, wie weit er kommt? Oh Gott. Please, 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 please. Na, oh, oh, oh Gott, ich hab's geschafft. Oh, atmen, atmen, trinken. Oh, Leute, ich habe gerade mein Leben an mir vorbeirauschen sehen. Ich bin so nah und ich wäre fast vorbeigesaust. Und ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Die XP Island haben wir jetzt. So, und hier gibt's tatsächlich ein Portal. Und hier kann ich XP sammeln. Das ist dann XP für meine Pets wahrscheinlich. Ja, meine Pets leveln dann auf. Gut, okay. Dann sammle ich erstmal die XP für die Pets. Perfekt. Und dann die XP Chest. Bam. So, meine Pets sind glücklich. Wenn ich durch das Portal reingehe, wo komme ich dann raus? Ich komme dann... Ach, ich komme hier raus. Oh ja, okay. Das macht Sinn. Das Portal habe ich wohl vergessen. Na gut, dann gehen wir erstmal verkaufen. So, verkaufen. Dann gehe ich jetzt nochmal runter zum Mond und guck mir mal, was ich mir so alles Neues kaufen kann. Jetzt habe ich doch wieder ein bisschen was gefarmt, hoffe ich. So, guck mal in den Shop rein. Gummi habe ich momentan das hier. Das bringt mir halt mehr Kapazität. Aber ich kriege meine Kapazität so schon schlecht voll. Wahrscheinlich brauche ich erstmal eine bessere Geschmacksrichtung. Und da habe ich momentan die hier equipped. Ich könnte auf die hier gehen, aber dafür bräuchte ich doppelt so viel Coins. Und die würde mir dann auch kaum mehr Bubbles bringen. Vielleicht gehe ich doch auf Geschmacksrichtung. Ich meine, na, ich muss farmen. Ich muss farmen. Okay, dann werde ich jetzt erstmal farmen und wir sehen uns auch gleich wieder, wenn ich fertig bin mit farmen. Okay, Leute, ich habe jetzt lang genug gefarmt und habe immer noch nicht genug für die nächste Geschmacksrichtung. Es ist nicht zu fassen. Ich könnte mir jetzt das nächste Kaugummi leisten, aber ehrlich gesagt will ich das nächste Kaugummi gar nicht, weil guck mal, oh Gott, guck mal, wie langsam es dauert, bis ich dieses Kaugummi vollgeblasen habe. Da will ich eigentlich schon eine bessere Geschmacksrichtung haben. Gott, hat das lang gedauert. Also der Grind, der ist real. Oh, ich wollte gerade auf das Häuschen raufspringen und bin jetzt auf einmal hier gelandet. Alles klar. Ich würde sagen, ja, einmal schnell noch verkaufen. Tara. Und dann könnte ich gleich nochmal ein paar Eier öffnen. Die Aufnahme hier dauert jetzt auch schon so ultra lange, aber die meiste Zeit der Aufnahme habe ich einfach nur gefarmt. Gehen wir hier hin. So, sammeln uns diese Sachen ein. Und dann wundere ich mich mal wieder, warum ich hier keine Eier holen kann. Weil ich dumm bin. Das war nämlich auf der letzten Insel. Naja, ich kann ja trotzdem noch ein paar Sachen einsammeln. Das schadet ja nicht. Und hier kann ich mir für normale Coins Gems holen. Was mir gar nichts bringt, weil... Ach, 1 Billion Max. Gut zu wissen. Was mir gar nichts bringt, weil ich brauche ja eigentlich Coins und keine Gems. Aber das ist bestimmt später im Spiel nützlicher, wenn man die Coins vielleicht nicht mehr braucht. Mal springen wir runter. Ah, oder wir gehen verkaufen. Tada. Ich habe immer noch nicht genug. Ich muss weiterblasen. Ich muss weiterblasen. Oh, ich hasse es zu blasen. Oder warum muss ich immer blasen? So, wie viel kostet dieses Ei? 600.000. Ich kann ein paar von diesen Eiern hier eigentlich öffnen. Öffnen wir ein Ei und... Ah ja, stimmt, da kommt immer wieder derselbe Müll raus. Ich erinnere wieder. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich was Gutes ziehe, die ist ziemlich gering. Und das, obwohl da ständig Double Luck steht. Egal, wann ich Bubblegum Simulator spiele, oben steht immer Double Luck. Ich glaube, die lassen das da einfach nur stehen, damit alle das Gefühl haben, boah, ich muss jetzt spielen. Bevor Double Luck weg ist. Aber guck mal, ich ziehe einfach nichts. Ich ziehe nichts. Ich ziehe mal häufig. Ab und zu ziehe ich mal besonders. Wow. Aber ich möchte mal ein Mythical ziehen. Ich könnte mir hier Mythical Luck und so irgendwelche Codes eingeben. Das habe ich ja schon beim letzten Mal gemacht. Das hat alles gar nichts gebracht. Na komm, ein Ei öffnen wir noch. Das reicht dann. Ja. Das reicht. Mehr gebe ich jetzt nicht aus. Es ist mir zu blöd, hier die Eggs zu öffnen. Ich bleibe einfach bei den Pets, die ich habe. Und irgendwann kann ich bei besseren Dingern wahrscheinlich bessere Pets auch hatchen. Momentan macht das keinen Sinn. Und wie gesagt, vielleicht treffe ich ja mal einen von euch, während ich Bubblegum Simulator spiele. Weil ihr schreibt mir ja ständig in die Kommentare, ey, ich kann dir voll die guten Pets geben. Und ich sage immer, nein. Aber ich habe 10 Millionen. Das heißt, ich kann jetzt endlich zum Mond runter. Springen wir einfach mal runter. Nein, ich bin vorbeigefallen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aua. Jetzt passiert das schon wieder. Na, gut. Dann können wir uns gleich zum Mond hochtippen. Und einfach nur zur Sicherheit. Ich weiß, ich kriege da nur halb so viel, aber einfach nur zur Sicherheit einfach mal verkaufen. Man weiß ja nicht, ob der Mond dann doch teurer war, als ich es in Erinnerung hatte. Das wäre ein bisschen mies. Aber wer weiß, wer weiß. So, wir hören auf zu blasen. Gehen zum Shop, Geschmackrichtungen und 10,6 Millionen. Natürlich. Okay, ich muss weiter blasen. Ah, it's a hard, hard life. For us. Dann verkaufen wir hier, nicht wahr? Aber ich habe nicht die ganze Zeit gefarmt, um jetzt einfach aufzugeben.
Und ich merke gerade, ich mache einfach mehr Coins, wenn ich diese Coins, die hier rumliegen, aufsammle. Da mache ich 21.000 und jetzt beim Verkaufen mache ich 100.000, während ich fast voll war. Wenn ich hier jetzt so drin stehen bleibe, 26.000. Wenn ich das Ding aufsammle, 21.000. Naja, aber jetzt habe ich genug. Jetzt kann ich endlich zum Mond gehen, endlich verkaufen, endlich eine neue Geschmacksrichtung kaufen und dann immer noch nicht sehr viel schneller farmen. Ich brauche wirklich bessere Pets. Aber ich spiele Bubblegum Simulator halt nicht oft genug, dass ich mir da irgendwann mal Pets besorgen kann. Naja, neue Geschmacksrichtung. Jetzt holen wir uns die Regenbogen-Geschmacksrichtung und kriege jetzt jedes Mal 1852 pro Blasen. Es klingt alles so falsch mit den Blasen. Naja, wir können ja jetzt auch einfach mal runter gucken. Nochmal zur normalen Welt rüberschauen. Was ist denn jetzt mit dem Halloween-Event auf sich hat? Ich glaube, ich müsste da hinten rüber, oder? Aber wie komme ich da hin? Gibt es hier unten ein Portal dafür? Event World! Yeah! Wir gehen zur Event World! Wuhu! Event! Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus hier. Warte mal, da schwebt was in der Luft. Kann ich... Ich habe es auf jeden Fall nicht eingesammelt. Gehe mal auf die Einstellungen und mache dann... das Blasenschwerkraft mache ich mal aus. Jetzt kann ich normal sprengen, aber... Nee, die schwebt da einfach nur so. Sieht zwar aus wie ein Item, das man einsammeln kann, aber ist es nicht. Hier kann ich einfach Candies sammeln und hier liegen richtig viele Candies rum. Wow, aber es bringt mir auch nicht so viele, wenn ich die einsammle. Und das ist einfach nur Beleuchtung, oder wie? Kann ich die wenigstens anklicken? Nee. Und hier gibt es dann so ein Ei. Für 300.000 Candies kann ich hier die Eier öffnen. Bei Trick or Treat kriege ich 2.000. Okay, wenn ich bei den Leuten klingeln gehe. Ich meine, das ist doch auch ein schönes Event, dass man so zu den Leuten geht. Oder kommt dann Blizzard raus. Und gibt mir einfach ein bisschen Candy. Süßes, sonst gibt's Saures. Das ist ein nettes Event. Ich meine, das ist... Immerhin geht das noch sehr in Richtung Halloween. Event Challenges traue ich mich nicht. Event Shop. Ja, da kann ich Lack kaufen. Lack bringt ja irgendwie gar nichts. Shadow Potion. Hunted Spirit. Aber das kostet auch alles so viel. Ich glaube, ich bin einfach zu low für dieses Event. Weil die Leute, die jetzt noch Bubblegum Simulator spielen, die sind viel krasser. Ich kann mir dieses Ei hier leisten. Und das bringt mir... Ein Demon, was auch immer. Müssen wir uns mal angucken. So eine Demonic Wisp. Und die Demonic Wisp ist viel besser als meine aktuellen Pets. Oh Gott, das lohnt sich ja richtig. Ja, da muss ich wohl die ausgerüsteten Pets jetzt erstmal alle ablegen. Und hol mir stattdessen die Event-Pets. Als ob. Dankeschön. Ist mir egal, ob das hier Limited-Pets sind. Ich öffne jetzt einfach diese hier. Und krieg da viel bessere Pets. Gönne ich mir. Achso, das war auch ein Epic-Pet. Hier haben wir ein seltenes Pet. Nochmal Epic. Perfekt. Nochmal episch. Und Legendary. Das erste Mal in meinem Leben ziehe ich hier ein Legendary. Perfekt. Ein Event, das endlich mal gönnt. So, das ist das letzte Eck. Und da ist ein häufiger Hund drin. Nice. Jetzt habe ich endlich mal ein paar gute Pets. Brauche ich gar keine mehr von euch. Was habe ich denn jetzt? Warum sind die eigentlich nicht nach Stärke sortiert? So, hier ist das Legendary. 24.800 Glasen. 99.200 Geld. Digga, das ist einfach so viel Geld, wie ich momentan nach 10 Minuten farme, kriege ich jetzt mit einmal Blasen oder was? Nice. Ausrüsten. 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 Und das war's dann, glaube ich. Ah, nee, das hier kann ich auch ausrüsten. Aber da habe ich schon zu viel. Okay. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also erstmal... Oh Gott, ich heb die Dinger auf. Auf einmal kriege ich richtig viel Candies. Und für die Candies kann ich mir dann noch mehr Pets... Oh. Da tut's mir fast schon leid, dass ich das Video vorproduziere und das Event dann vielleicht weg ist. Aber Junge, 13 Millionen Candies habe ich jetzt. Dann kann ich dieses Eck direkt überspringen. Kann dann hier hingehen. Das kostet mich 300.000. Dann öffne ich hiervon einfach mal ein paar. Und kriege hier noch bessere Pets. Ein Epic-Pet. Noch ein Epic-Pet. Abbrechen. Ein besonderes Pet. Pff, wer braucht das schon? Ein häufiges. Besonderes. Ich will nur noch Epic-Pets oder besser. Komm. Boah, endlich mal wieder ein paar Glückshormone. Und das im zweiten Teil des Videos. Pff. Die Leute, die bis hierhin abgeschaltet haben, die verpassen was. Ah, ich glaube nicht. Aber ich würde jetzt gerne nochmal so ein Legendary ziehen. Aber wahrscheinlich hatte ich einfach nur mega viel Glück, dass ich jetzt ein Legendary gezogen habe. Weil ich ziehe jetzt nur noch ganz normale Common Pets. Oder häufig. Na gut, dann lasse ich jetzt einfach mal die Eggs für mich öffnen. Eine Stunde später. Dann holen wir uns einfach wieder neue. Trick or Treat, please. 91 Millionen einfach von einem Haus. Oh, das lohnt sich so richtig. Hey, Double Luck. Okay, 5 Minuten Double Luck. Das ist schön.
Ich könnte jetzt einfach mal in meine Items gehen und dann noch bessere Pets raussuchen, weil die bringen jetzt 8000. Der hier nicht. Der hier. 8, 12, 14. 7, 10, 12. Also ich habe gar nicht so viele Pets gezogen, die besser sind. Eigentlich nur die beiden hier. Dann werde ich die hier ablegen und dafür dann die beiden hier anlegen. So. Und dann gehen wir wieder Trick or Treaten. Jetzt kriege ich einfach nur noch 32 Millionen. Lol. Was kann ich mir im Event-Shop noch so holen? Komm, einmal, zweimal Luck kann ich mir holen. Dann muss ich noch ein bisschen Trick or Treaten, bis ich mir die nächsten Sachen holen kann. Hier erstmal ein paar Sachen wieder aufsammeln. Yeah. Genau so muss das sein. Dann gehen wir nochmal betteln an den Türen. Süßes, sonst gibt's Saures. Süßes, sonst gibt's Saures. Es ist einfach schon Dezember. Ach, ich liebe es. Saures, sonst gibt's Süßes. Oh, danke schön. Oh, du bist aber nicht sehr süß. Hey, lass du mich gerade aus? Return home, ich will nicht zurück nach Hause. Ich will weitermachen. Hey, da ist Crafter. Ein Crafter trägt schon lange nicht mehr diesen Skin. Aber trotzdem. Hey. 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 Huch. Dir fehlt der Kopf, Bruder. Aber jetzt nochmal runter zum Shop gehen. Beim Shop gönne ich mir dann nochmal so alles, was ich mir so wiederholen kann. Wie zum Beispiel ein Haunted Spirit. Ich kann mir einen Haunted Spirit holen für 1,5 Milliarden. Nein. Millionen, Milliarden. Für 1,5 Billionen. Ah. Ja, nee, dafür müsste ich viel zu lange jetzt warten. Halloween-Title lohnt sich mir für mich auch nicht. Will ich gar nicht haben. Ich gönne mir einfach noch Hatch Speed und gehe dann weiter hatchen. Mit Auto-Hatch. Eine weitere Stunde später. Okay, ich habe jetzt lang genug gehatcht. Ich habe keine Legendaries mehr gezogen. Aber ich kann mal gucken, ob ich ein paar von diesen Pets hier vielleicht verbessern kann. Ich meine, von denen hier habe ich ja jetzt ein paar. Gucken wir einfach mal. Shiny kann ich 2 Shiny machen. Das reicht ja eigentlich. So. Hiervon kann ich ein paar Shiny machen. So. Noch einen. Perfekt. Hier kann ich auch Shiny machen. Hier kann ich Shiny machen. Das bringt mir aber gar nichts mehr, wenn ich die hier Shiny mache, weil die sind ja sowieso schlechter. Aber warum denn nicht, ne? So, dann gucken wir mal. Die Pets, die ich jetzt ausgerüstet habe, haben 17.000, 25.000 und 31.000 Stärke. Ach, das sind schon die Shiny Ones. Und ich kann sie dann enchanten. Für 100.000 mache ich. Ah, und dann werden die besser. Ah, ja, stimmt. Ich habe gar nicht gedacht. Ich habe gar nicht nachgedacht, aber das kann man natürlich machen. So, wie viel kostet das eigentlich? Hier nochmal ein. Ne, nochmal enchanten kann ich mir nicht leisten. Okay, hier kann ich gar nicht shiny machen. Leider, leider, leider. Aber der hier, die beiden hier, die kann ich ja wohl ersetzen durch die hier. Ablegen, ablegen. Und dann ausrüsten und ausrüsten. Perfekt. Dann den hier noch enchanten und den hier noch enchanten. So, und ich würde sagen, das sollte jetzt erstmal reichen. Ich klicke jetzt hier hin, gehe dann auf Verkaufen. Verkaufe mal und dann gucken wir mal, wie viel mir jetzt einmal Blasen bringt mit den neuen Pets. Warum fliegen hier eigentlich nur 3 Pets um mich herum? Einen Augenblick. Einen Augenblick. Items. Ach, die beiden sind gar nicht ausgerüstet. Ausrüsten. Ausrüsten. So, jetzt fliegen ein paar Pets um mich herum und jetzt klicke ich einmal und es bringt mir... Ich bin instant voll. Ich bin instant voll. Was soll ich tun? Okay, dann werde ich jetzt erstmal so ein bisschen farmen. Dann werde ich jetzt erstmal so ein bisschen farmen. Hallo, es funktioniert nicht mehr. Ich kann nicht mehr verkaufen. Ah, jetzt kann ich wieder verkaufen. Ah, warum gibt es denn die Bounce beim Verkaufen? Das ist so anstrengend. Aber ich brauche auf jeden Fall besseres Kaugummi. Ich versuche gleich noch ein bisschen hoch zu farmen für mehr Kaugummi. Und naja, mit den neuen Pets, da kann ich ein bisschen schneller farmen. Ich würde aber sagen, das Video dauerte jetzt schon viel zu lang. Also ich weiß nicht genau, wie lange das Video dauerte. Ich habe auf jeden Fall viel zu lang gefarmt. Mal gucken, wie lang das Video am Ende wird. Ich hoffe, es wird nicht zu lang. Wenn ihr mal schauen wollt, wie weit ich jetzt mit diesen neuen Pets komme, dann schaut gerne im nächsten Part vorbei. Der kommt wahrscheinlich erst in einem Monat oder vielleicht 2 Monaten, keine Ahnung. Weil Bubblegum Simulator steht ziemlich weit unten immer auf meiner Liste. Wenn ihr euch das aber unbedingt wünscht, dann müsst ihr das Video halt teilen. Und wenn das Video mehr Aufrufe, mehr Kommentare bekommt, dann werde ich es natürlich weiter nach oben schieben. Was ihr auch machen könnt, ist das Video liken, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!